man hat brutal gut schauen, dass man überhaupt sieht, dass der die richtige gleiche Farbe wie der Boden. Und nachher ist er drüber gekommen, ist er drüber gelaufen auf den Holzhaufen. Und von dort weg konnte ich das schöne Video machen. Der Luchs hat gezeigt, dass er sich sehr gut an unserer Landschaft, die sehr stark vom Mensch geprägt ist, angepasst hat und auch dort sehr gut leben kann. Vor über 20 Jahren. Das gibt es nicht mehr. Da hat es auch relativ viel Schäden an Nutztieren und regional auch ein starker Rückgang der Beutetiere vom Luchs, also Rehe und Gämse. Und das hat dann einfach auch zu relativ grossen Kontroversen geführt. Man nimmt etwa ein Geiss oder ein Schaf, aber das sind vielleicht 30 bis 50 Tiere pro Jahr. Er richtet allenfalls Schaden am Jagdregal an oder eben bei der Rehe oder bei der Gämse. Das ist seine Hauptbeuteart. Und wenn er lokal sehr stark vorkommt, ist es natürlich so, dass es zu Bestandeseinbrüchen kommt bei diesen Wildtieren.